Nein. Spazieren zu laufen. Nein, es ist total schön. Meine anderen Männer haben total viel Spaß. Und ja, jetzt haben wir eine kurze Pause eingelegt. Also bis später. Hallo aus dem Europa-Park! Kommt ihr? So, im Europapark gibt es ja verschiedene Themen. Hier sind ganz viele Länder, ist ja klar. Deswegen heißt es Europapark. ja, und wir sind gerade in Italien gewesen und mein Mann meinte, hey, die reden ja so wie du. Du müsstest die ja hier alle kennen. Sehr witzig. Du bist gemein. Du bist gemein, Max. Hey, ich bin schon mit so einer Brücke überfordert hier. Oh Gott. Hör auf, Max. Max, ich zeig dich gleich in meinem Video. Achtung, guck her. Guck her. Da ist er, Max. Max. Das ist die Bestrafung, weil er so gewackelt hat. Auf der Brücke. Max, soll die Mama mit dir auf die Achterbahn? Das kotzt du dich voll, oder was? Ja. Also Max Schatz, was ist dein Resümee vom Europapark? Bis auf das wir 240 Euro Eintritt bezahlt haben. Ja, läuft. Läuft! Läuft bei uns. Läuft. Wollen wir morgen wieder kommen? Ja, alles klar. Ja. Oh Mann, meine Kinder lieben Achterbahn und ja, dieses ganze Fahrzeug hier. Und ja, ich glaube, es gefällt ihnen ganz gut. Gell, Max? Also läuft bei uns. Wisst ihr Bescheid. Wir haben keinen Tank mehr. Wir sind stehen geblieben. Scheiße! Ich hab gar keinen Führerschein!
Fantastik kennt sich männliches. Und jetzt schnell auf die Bahn. Lasst uns fahren. Schnell was, Schatz. Lecker, lecker. So, meine Lieben, ich melde mich jetzt nochmal zurück. Wir sind jetzt auf dem Heimweg. Wir sind nochmal ganz kurz in Frankfurt gewesen, haben hier was lecker gegessen. Und das war es auch schon soweit von meinem Video. Ich wollte mich natürlich noch ordentlich von euch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Hier ist mein Lessandro. Hi. Lessi, Schatz, wie hat es dir gefallen im Europapark? Sehr gut. Ja, war schon cool, ne? Das sieht man gar nicht. Warte mal, ich gehe mal ein bisschen runter, dann sieht man dich, mein Schatz. Also, war ein bisschen nass wegen der alten Achterbahn. Ja, wegen der Wasserrutsche, ne? Da ist die Mama ja nicht draufgegangen, ne, Schatz? Bist du auf eine draufgegangen? Nee, ich bin nur mit dir Auto gefahren. Ich habe Angst gehabt. So, meine Lieben, also wir verabschieden uns. Und wie gesagt, ich hoffe, dass euch mal ein kleines Video gefallen hat. Und hoffe natürlich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, tschüss! Ich habe übrigens wenig geschlafen, sieht man, ne? Wir hatten einen Esel unten. Bei uns zwei Esel waren da. Richtig laut waren. Ja, die ganze Nacht. Und Hühner waren da und alles. So, und jetzt tun mir die Knie weh, weil ich irgendwie so komisch da hocke. Also bis dann. Tschüss.